Hey Leute, herzlich willkommen zu dieser kleinen Mod-Vorstellung im Landwirtschaftssimulator 2015. Ihr seht's, ich habe hier einen wunderschönen Mercedes E-Klasse, meine lieben Freunde, und zwar den E350 City Estate. Erstmal so ein paar Infos, die uns auch der Modder zu diesem Auto gibt, oder zu diesem Mod, und zwar einmal, der Wagen wird dreckig. Und das relativ schnell, also ihr seht's, ich bin jetzt nur 2-3 Runden getreten, hier ist er schon ein bisschen dreckig geworden. Dann, er ist waschbar, das ist schon mal sehr gut. Er hat Blinker, das ist auch sehr gut. Er hat Tagfahr-LEDs, Daylight-LEDs. Es ist ein Detailed-Modell, also ein 3D-Modell. Da muss man ganz ehrlich sagen, da muss ich dem Motor vollkommen recht geben. Das werdet ihr gleich noch sehen. Er hat einen Allradantrieb mit 70% der Power auf den Hinterachsen und 30% auf den Vorderachsen. Und er hat einen Trailer-Hitch. Also eine Anhängerkupplung. Und Myros Spiegel hat er auch. So, und jetzt schauen wir uns das Teil mal von innen an. Es ist unglaublich. Es ist wirklich unglaublich, weil das Auto sieht saugeil aus von innen. Also absolut fantastisch. Ich finde es super, super genial. Schon allein das Lenkrad, das Tacho und alles. Hier gerade die Mittelkonsole. Es gibt nur ein Problem. Und zwar, das habe ich, wenn ich mit der Maus nach rechts gehe, schaue ich nach links und nach links nach rechts. Also es ist komplett verspiegelt. Auch ansonsten hier an den Türen, die elektrische Sitzverstellung, die Memory-Funktion, so wie es halt bei Mercedes auch ist, hier die komplette Mittelkonsole mit Navi oben, mit dem Radio, den ganzen Bedienelementen und hier unten eben die Mittelarmlehne und alles, das Multifunktionslenkrad. Das Lustige ist, wenn wir fahren, das Tacho ist voll animiert. Ihr seht, wir sind jetzt schon laut Tacho bei 160, jetzt sind wir bei 180 laut Tacho. Natürlich fährt das Fahrzeug nur 80 km/h, also er fährt keine 180. Schön wäre es gewesen, wenn das Teil 180 gefahren wäre, das wäre auf jeden Fall sehr, sehr nice, aber ihr seht schon, es ist unglaublich schwierig zu steuern. Also was heißt unglaublich schwierig? Also wenn man auf der Straße fährt, ist eigentlich alles easy peasy. Wenn man so ein bisschen auf dem Feldwegen fährt, ist es auf jeden Fall blöd, aber ich denke, das ist ja auch ganz normal. Die Schmutztextur, ich weiß nicht so richtig. Profil hat das gute Stück leider auch nicht. Also wir haben ja Vollslicks drauf. Deswegen, das könnte auch erklären, warum das gute Stück teilweise so extrem slidet. So, wir drehen einfach mal 2-3 Runden hier. Zerstören hier das Korn. Ein Bett im Kornfeld. Ich kenne leider den Text nicht so ganz, Jürgen. Tut mir leid, aber naja. So, drehen wir mal ein paar Runden, dass er mal richtig schön dreckig wird hier, das gute Stück. Ich mag's dreckig. Oh, jawohl. Richtig schön übers Feld drüber. Ansonsten, was hat das gute Stück noch? Wir können natürlich nochmal beim Händlerfix vorbeischauen. Schauen, was da für Angaben. Oh, das war die Stoßstange vorne. Das wird teuer. Schauen, was der für Angaben der Motor dort noch gemacht hat, ob was zu PS-Zahlen gibt und so weiter. Aber ein E350 CDI, der hat auf jeden Fall ein bisschen Leistung, das steht mal fest. So, komm, schauen wir mal hier in die Garage rein. Naja, in die Garage vielleicht nicht. Wir schauen mal bei den Mods, weil sonst sage ich euch wieder den falschen Preis. Autos. Das gute Stück kostet 53.990. Für ein E350 CDI mit der Ausstattung, weiß ich nicht. Müsst ihr mir sagen, jemand, der einen E350 fährt, 185 PS meiner Meinung nach zu wenig für einen E350, der hat definitiv über 200 PS, kostet 20 Unterhaltskosten am Tag. Ja, und ich besitze einen. E350, ne. Also ich glaube, für das Geld kriegt man nicht, außer er ist ein bisschen gebraucht. Guck mal, ich fahre jetzt BMW, guck mal, ich fahre jetzt Mercedes. Eine ganz tolle Sache. Mal, wie toll der aussieht von innen. Das ist ein E350 hier. So, und jetzt kommt aber noch ein kleines Gimmick, was ich euch unbedingt zeigen will. Und zwar, er hat ja hier hinten dran eine Anhängerkupplung. Das musst du dir auch mal angucken. Er hat ja hier hinten dran. Hallo. Ich habe mit dir gesprochen. Wenn ich sage, musst du dir auch mal angucken, wen könnte ich dann in diesen Raum meinen? So, der hat nämlich hier hinten dran eine Anhängerkupplung. So. La, 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 la. Und du jetzt den, an, oder was? Den kann man da anhängen. Sehr praktisches. Oh, 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 oh. Also hier sieht man auch nochmal schön Allrad, ne?
Auf jeden Fall, nur mit den 70% auf der Heckachse und 30% auf der Vorderachse. Ja, auf jeden Fall, was ihr seht, er schafft es, den wirklich zu ziehen. Es ist unglaublich. Also ich finde es wirklich unglaublich. Und das geht auch in echt. Das geht auch in echt, ja. So, wir ziehen den jetzt hier mal am Berg hoch. Mal gucken, ob wir die, hier über die steile Kuppe auch noch kommen. 7 km/h, da hat er schon ganz schön zu würgen. Aber man sieht auch, hier vorne ist er ausgefedert, hinten hängt er drin, also das passt auch. Echt cool gemacht. So, jetzt waren wir wieder langsam schwerer. Es ist schon genial, ne? Wie die E-Klasse hier war. So ein klein Krampe. Würde bestimmt cool auf der Straße aussehen, wenn er mit so einem Ding um die Kurve kommt. Wo ich glaube, in echt leer würde der das auch ziehen. Warum nicht eigentlich? Na gut, wiegt ein paar Tonnen, aber... keine Ahnung, ich weiß es nicht. Aber was wir ja noch gar nicht getestet haben, meine lieben Freunde, das Fahrverhalten, wenn der Anhängerrand voll ist. So, wartet mal. Ja, entschuldigt, jeder, der jetzt den Mod einfach haben möchte, da lädt sich runter. Da steht alles in der Videobeschreibung. Das, was jetzt kommt, ist nur noch Schwachsinn. So, warte, hier einmal drunter gefahren. Wir laden einfach mal Weizen ein. So, jetzt klatschen wir den mal randvoll mit Weizen. Oh, schön, wie die Plane arbeitet. Muss man wirklich sagen. So. 20.000 Liter haben wir schon drin. 25.000 Liter. Oh, ich glaube, da bewegt sich gar nichts mehr. Oh. 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 Doch zu schwer auf der Achse. Okay. Ja gut. Oh Gott. 51.000. Nee, du Leute. Ich glaube, da mag sich gar nicht mehr bewegen. Gar nicht mehr? Also er wackelt mal ein bisschen vor und zurück. Das muss man lassen. So ein bisschen ein paar Zentimeter wackelt der Anhänger mal vor und zurück. Aber ansonsten hat sich das, glaube ich, geschissen. Schade, schade. Aber den Lernanhänger zieht er auf jeden Fall. Richtig cool. Ja, das Ding ist schon cool. Macht schon Laune, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Richtig geil. Springen wir hier noch ein bisschen auf dem Dach rum. So, wunderbar. Wenn euch der Mod gefällt, meine lieben Freunde, dann schaut in die Videobeschreibung. Denn genau da findet ihr den Download-Link. Und wir sehen uns im nächsten Part bei der nächsten Mod-Vorstellung wieder. Schreibt mir auch auf jeden Fall einen netten Kommentar, wie ihr den Benz findet. Ich finde ihn echt ganz cool. Und lasst mir ein Däumchen da, wenn es euch gefallen hat. Und für mehr Mod-Vorstellungen. In diesem Sinne, ich bin erstmal raus. Ciao.